für die Vorzündung. Und Zündung. Verstanden. Hangar ist frei zum Abkoppeln. Sie sind fast startklar, Dreadnought. Ihnen fehlt nur noch ein unverzichtbares Crewmitglied. Captain auf der Brücke. Ah, willkommen an Bord, Captain. Ihr Dreadnought ist startklar und bereit für die Schlacht. Ihren Befehl, Captain. Und damit herzlich willkommen nach diesen epischen Bildern zurück bei Dreadnought. Und warum werdet ihr euch jetzt fragen, zurück? Habe ich da was verpasst? Nein. Dreadnought ist aber auf diesem Kanal wieder zurück. Denn vor Urzeit, muss man schon fast sagen, habe ich Dreadnought gespielt. Allerdings noch aus der Beta. Damals, muss ich gestehen, hat es mich wirklich überzeugt. Aber dann gab es so ein paar Ungereimtheiten. So im Balance, muss ich sagen. Und jetzt, nachdem das Spiel ganz offiziell sozusagen erhältlich ist, dachte ich mir, ja, da gucken wir es doch mal an. Wenn es dir angeboten wird, da schauen wir doch mal rein. Und dementsprechend sind wir jetzt soweit. Hier sind wir jetzt ganz am Anfang und kommen jetzt wieder, ja, werden mal so ein bisschen rangeführt. Und das ist für mich genau richtig, denn ich bin hier ein klitzekleiner Noob. Und dementsprechend schauen wir mal, was unser wunderschönes Schiff, was wir hier schon sehen, so machen kann. Also erstmal drücken wir W. Und fliegen wir aus dem Hangar raus. Wir erhalten Berichte von Gefechten an der Kappa-Basis. Kalibriere die Akaste-Navigationsmarke auf die Sprungkoordinaten für das Schlachtfeld. Sie haben die Frau gehört. Bringen Sie Ihr Schiff sofort zur Warp-Zone und sprengen Sie in die Schlacht. Also, was man schon direkt sagen kann, rein optisch ist das Spiel nach wie vor ein unfassbarer Leckerbissen. Es schaut einfach sensationell aus. Das ist Ihre Chance. Als Commander Ihres eigenen Schlachtschiffs stehen Ihnen alle Mittel und Wege offen, Ihr eigenes Schicksal zu bestimmen. Sobald Sie die Warp-Zone erreichen, geht es über Akaste von Sinley Bay direkt ins Getümmel. So, wir fliegen jetzt erstmal in die Warp-Zone. Hier mit Leertaste fliegen wir hoch. Mit der linken Umschalttaste geht's runter. Sieht man auch schön an den Positionsdüsen, Steuerdüsen. Ich weiß gar nicht, wie ich... Navigationsdüsen nenne ich es jetzt einfach mal. Und das Schießen kann ich auch schon. So, erhöhende Schubs. Loslassen. Warpzone ist rot. Ich wiederhole. Akaste wird angegriffen. Ah. Captain, schalten Sie diese Nichtsnutzer aus, die meine Navigationsbarke belästigen. Ja, das ist ja gar kein Thema. Klasse gemacht. Wir haben alle erwischt. Akaste ist gesichert. Nächster Halt, Schlachtfeld Kappa-Basis. In der Kappa-Basis finden Sie noch mehr Trottel, die denken, es mit Sinley Bay aufnehmen zu können. Verpassen Sie denen einen ordentlichen Denkzettel. Sie sollen sich von unseren Barken fernhalten. Akaste Warp-Signal aufgenommen, Captain. Und wir warpen raus. Ja, Kappa würde ich da mal sagen. Also, Ziele, zerstöre den Feind. Und dann schauen wir doch mal, was hier jetzt so passiert. Zur Kampfzone, kein Problem. So, erstmal einen Schub erhöhen, dass ich ein bisschen schneller dahin komme. Wir sind Ihr verbündeter Hilfskreuzer und flicken Sie jetzt zusammen. Wir passen auf Sie auf. So. Muss man hier verstärkende Waffen. Und schaut mal hier, da vorne werden jetzt die Raketen rausgeschossen. Super geil. Das ist ein bisschen weit weg. Warpsprung. Damit sind wir jetzt plötzlich seitlich vom Gegner. Und da können wir jetzt das Energierad öffnen. Schilde hochfahren und so weiter und so fort. Aber den geben wir mal eine ordentliche Breitseite. Alle Stationen bereit
machen. Feindkontakte im Anflug. Ei, starten Plichett. System erschöpft. Schilde aktiviert. Setzen Abwehrsystem ein. So, dieses Raketenabwehrsystem muss natürlich auch mit dazu helfen. Feindlicher Dreadnought zerstört. Da bleibt nichts als Schlacke. Flechettes haben Ziel erfasst. Flechettes gestartet, Captain. Breitseitengeschütze im Einsatz. Und ihr seht, da geht schon einiges. Breitseitengeschütz. Die Raketen vorne, die rausfliegen. Bestätige. Feindlicher Hilfskreuzer zerstört. Waffen sind übertaktet. So. Und mal die Sekundärwaffen testen. Schalte Energiesysteme ab. Flechette-Schwarm wurde gestartet. Da seht ihr schon mal. Feindkontakt auf Raven. Alle Mann auf Gefechtsstation. Volle Breitseite. Volle Breitseite dem jungen Mann da mal reingelassen. Und weg damit! Ist wohl unser Glückstag. Verstanden. Weg dann zu Primärwaffen, Captain. Jeder kriegt hier was ab. Breitseite abgefeuert. Auch der kriegt hier was mit. Flechette gestartet, Captain. Wir haben sie, Captain. Und wir seht ihr, wir müssen ja alles geben. In dem Fall ist es natürlich das Tutorial, um hier ein bisschen reinzukommen. Geiler, die gehen besser ab. Wir liegen klar vorne. Ja, war sowas von. Das Abwehrsystem muss noch nachgeladen werden. Oh, Captain, Sprung wird eingeleitet. Sprung abgeschlossen, wird neu aufgeladen. Gut gemacht, Captain. Ganz schön beeindruckend. Warten Sie zurück nach Sunday Bay, damit ich persönlich informieren kann. Ja. Sie haben sich am Stützpunkt Kappa gut geschlagen, Captain. Freut mich, Sie endlich persönlich zu treffen. Ich bin Bix. Und Sie sind? Das war im Prinzip jetzt das Tutorial, um mal ein bisschen in das Spiel zu kommen und zu gucken, was da so los ist. Und da es nicht die einzige Folge ist, werde ich euch sozusagen erstmal hier in der ersten Folge, in der ersten wieder neuen Folge so ein bisschen ranführen. Das Tutorial haben wir gesehen, was so passiert, um was es geht. Und natürlich gibt es auch einen Multiplayer-Part, ganz, ganz wichtig. Aber erstmal wollen wir natürlich jetzt noch einen geilen Charakter uns aussuchen. Und dann braucht man natürlich hier erstmal einen, der so ausschaut wie ich. Aber so einen schönen Kerl haben die scheinbar nicht. Haben die alle keine Haare? Der schaut ein bisschen aus wie ich. Also jetzt nicht wirklich, aber egal. So, okay. Da gibt's nix. Yeah, das Barett schaut schön aus. So, Narbe. Versenkt? Ich sehe da keinen Unterschied. Naja, wir machen keine. Tattoos? Nee, das ist ja... Nee. Keine Tattoos. Augen? Rotverschiebung, Blau... Klar, Blauverschiebung. Und Farbton, was? Ah! Frontblau. Frontblau ist besser. Das ist der Captain Alcaramba, so wie ich mir vorstelle. Vielleicht ein bisschen blonder und mehr Haare, aber klar, im Krieg muss man natürlich rasiert werden, also von dem her... Geht ihr auch nur um. Jetzt ist es an der Zeit, eine eigene Schlachtschiffflotte aufzubauen. So, und da gibt es dann die ersten Schiffe. Das heißt, es gibt hier mehrere Schiffe. Hier in dem Fall den Artilleriekreuzer, den Hilfskreuzer, den Dreadnought. Das ist das Ding, was wir vorher schon gesehen haben. Da haben wir sie. Die Dreadnought-Klasse.
Nicht gerade das schnellste Schiff der Flotte, aber dafür ist sie von Heck bis Bug mit schweren Panzerplatten ausgekleidet und strotzt nur so vor Feuerkraft. Die enorme Größe eines Dreadnoughts macht ihn auf dem Schlachtfeld zu einem leichten Ziel. Also achten Sie stets auf Ihre Positionierung und halten Sie ständig Ausschau nach kleineren, wendigeren Schiffen, insbesondere solchen mit einer hohen Reichweite. So, dann will ich euch noch hier den Hilfskreuzer. Hilfskreuzer sind leichte, mobile Schiffe, um Verbündete zu unterstützen. Also, wenn man tatsächlich welche hat. Die Primärbewaffnung ist eine Energiestrahlenwaffe, die auf der rekonstruierten Technologie der Transhuman basiert und sowohl zur Reparatur verbündeter Schiffe als auch zum Brutzeln von Feinden eingesetzt werden kann. Auf dem Schlachtfeld werden Hilfskreuzer gerne als erstes angegriffen. Mein Rat? Bleiben Sie in der Nähe von schweren gepanzerten Schiffen und halten Sie sie am Leben, wenn diese die volle Breitseite von den Gegnern bekommen. Also das sind die Supporter-Klasse. Dann gibt's noch die Artilleriekreuzer. Der Artilleriekreuzer ist im Grunde eine riesige Kanone, an die man ein Triebwerk dran genagelt hat. Klingt geil. Er ist dazu gedacht, jedes Ziel aus der Distanz zu vernichten. Ein gut platzierter Schuss des Hauptgeschützes reicht, um ein feindliches Schiff lahmzulegen. Viele bewegliche Teile bedeutet leider wenig Panzerung. Er hält daher auf kurze Distanz nur wenigen Schüssen stand. Halten Sie also immer nach wendigeren Feinden Ausschau, die Ihr Schiff mit aggressiven Vorstößen ausmanövrieren könnten. Und dann gibt's auch noch die Zerstörer. Viele kennen den Unterschied zwischen standardmäßig und mittelmäßig nicht. Wenn es aber um die Zerstörerklasse geht, dann bedeutet standardmäßig, halt dein Maul oder schieß dir ein Loch in deinen Rumpf. Ein Zerstörer kann eine Menge einstecken und hat dazu noch genug Feuerkraft, ordentlich auszuteilen, plus genug Manövrierbarkeit, um sie aus jeder brenzligen Situation sicher wieder herauszubringen. Also der Zerstörer ist so die Mischung aus dem Artilleriegeschütz, was so Schaden machen kann, aber auch aus dem Dreadnought, also was auch noch ein bisschen was aushält. Wem das Ganze nicht reicht, für den gibt es dann auch den Markt. Und da kann man dann ganz viele Schiffe kaufen und so weiter und so fort. Aber wenn ihr jetzt sagt, oh ja, jetzt bin ich heiß, dann werde ich euch jetzt schon mal sagen, Jungs und Mädels, wir haben noch ganz viel vor uns. Es gibt hier auch noch Korvetten, auf die wir jetzt noch gar nicht eingegangen sind. Und das werdet ihr in der nächsten Folge von Let's Play Dreadnought sehen. Also, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.